Mal gucken, wo ist er? Da haben wir ihn. Ja, der hat aber schon 42 Sekunden hat er auf Rückstand auf die Spitze. Naja. Ja, nochmal aus. Beziehungsweise da haben wir den, ja. Gerhard, in dem sich der Martin Brabitz da ja ein bisschen behackt. Nee, Quatsch. Den, das war da in Anbremsung, genau, der hier neben an dieser Spitzkehre stand, wo es da geknallt hat. Genau. Wollte ich jetzt fast Blödsinn erzählen. Ja, dann stehen wir rum. Schauen wir mal vorne an der Spitze. Rico Kistenmacher von den Zeiten. 1:28.552 bis jetzt. Also das denke ich mal, ist das lässt auf Strategie. Lässt auf weich. Nein, das lässt auf das lässt eigentlich auf weiche Reifen schießen. Weiche Reifen. Viel Sprit, weiche Reifen. Also zweimal stoppen. Falsch rein, Reifen wechseln und wieder raus. Aber da tut sich auch nicht wirklich was da vorne. Wenn man jetzt so guckt von den Plätzen. Zwei ersten können sich absetzen. Rico Kistenmacher und Kovacs. Dahinter noch der, ja, der Henning Wollert auf der Reit. Der kann da noch so ansatzweise mitgehen mit seinem Audi R8. Aber danach der Viertplatzierte. Da haben wir ihn. Den Boris Cordes. Ja, der Boris Cordes hat schon 11 Sekunden Rückstand und richtig weit dahinter. Der hat im Kreuz den Himmel. In seinem ersten Mal. Auch hier wieder ein wilder Verbrenner. Was haben wir hier? Der Dieter Himmel. Der hatte als letztes gefahren 1:29. Er könnte auch recht schwer unterwegs sein. Kommt dem Ferrari auch richtig, also hat wohl mehr Speed. Bisschen mehr Speed, ja. Ist deutlich. Nach der Windschatten, aber mal gucken in den Kurven. Ja, er kann dranbleiben, also. Er hat sich da, muss da schon richtig gut kämpfen, der Boris Cordes. Um den Herrn da in seinem blauen Fahrzeug hinter sich zu halten. Da war auch immer wieder stehenden Reifen, also das geht nämlich auch aufs Gummi. Ja, aber das lässt sich auf dieser Strecke halt bei den ganzen Bodenwellen noch nicht vermeiden. Also einmal den Bremspunkt, den Tanken nur zu spät gewählt und das Ding steht und das geht halt eben fürchterlich auf die Reifen. Und dahinter haben wir dann so einen kleinen Dreierpack, da haben wir den Thomas Sutter, der guckt sich das ganze Spielchen von den zwei da vorne an, macht's im Prinzip auch richtig. Sagt sich, ich guck mal, was die da vorne anstellen. Vielleicht können wir ja dann irgendwo durchschlucken. Er ist ja auch dran. Insofern vielleicht die richtige Variante. Ja, man muss halt am Anfang auch ein bisschen ruhig fahren und dann über die Strategie kommen, dass was wirklich los ist, sehen wir dann nach dem ersten Boxenstopp. Dann wird sich das Feld wirklich einpendeln und. Ja, denke ich mal auch. Also vorne der führende jetzt 1:28.552 Rico Kistenmacher nach wie vor auf dem Lamborghini. Dann auf dem zweiten Platz Stefan Mukovac, die 1:28.484. Auf dem dritten Platz Henning Wollert, schnellste Zeit eine 1:28.438. Also die sind doch richtig zusammen. Ja, die tun sich nicht viel und denke mal, die werden noch mehr oder weniger auf einer gleichen Strategie sein. Also ich kenne meinen Teamkollegen, der riskiert schon mal ganz gerne was und ich denke mal, dass der hier auf zwei Stopp setzt. Bin ich mir fast sicher. Wir haben jetzt vorher nicht mehr sprechen können. Aber ich gehe davon aus, der ist auf zwei Stopp und das wird bei Kistenmacher und bei Vukovac ähnlich sein. Da haben wir das, die SKS-Truppe, Schneider und Kai Knebel. Der Herr Knebel und jetzt der Manfred Neider schickt sich da an und klopft mal so leicht. Hier, Herr Osterkamp, guckt mal nach hinten. Da kommt ein BMW gespannt. Man sieht auch so aus, als ob der Kai vielleicht ein Tacken schneller ist, sogar vom Speed her. Aber auch hier natürlich eine klar Teamgeschichte. Ja, aber der Hasse Osterkamp, der fährt hier mit Abstand sein bestes Saisonrennen. So gut wie hier habe ich den die ganzen Rennen davor nicht gesehen. Der fährt hier auf der 7 rum und macht das eigentlich auch noch ganz locker, kann auch noch gehörigen Druck nach vorne machen. Also ich denke mal, dass beim Hasso heute richtig was gehen wird. Oh. Das sah mir nach einem Skyline aus.
Aber wo sind wir denn jetzt hier? Ja, 9. Da war irgendwie ganz langsam einer schleichen. Links da ist ein Porsche in der Box. Der Steffen Dänicke. Genau. Da war aber einer schleichend unterwegs, das war ein Skyline, glaube ich. Ich den jetzt natürlich nicht. Oh, Michael Welle ebenfalls wieder in der Box, also da läuft es gar nicht rund. So, und ausgeschieden ist jetzt der Christian Kohlsche und der Peter Petrikowski. Die haben einen DNF in der Liste. Ja. Steckt man nicht drin, war es ein Fall oder Disconnect, keine Ahnung. Oh, wilde Aktion hier. Da hat es jetzt der gute Mann mit dem BMW aber verdammt viel Glück gehabt, dass das nicht in die Hose ging. Wer sind wir denn hier überhaupt? Ups, ja. So, einfach mal weiter schauen. Borsikowski. Ha, richtig. Er wehrt sich hier seine Haut gegenüber dem Herrn Pippard. Oh. Weite Linie gewählt hier. Immer weiter. Auf der 14 haben wir den Dominik Brabitz. Ja, der kommt jetzt zu langsam und hat einen Schuss an die Gruppe. Vor ihm, also der Joris Scheppard direkt jetzt vor ihm, und da wird der Dominik auch nicht lange fackeln. Denke ich mir mal, da haben wir den Herrn Bauer weit dahinter, aber bleiben wir mal da. Denn ich denke mal, da könnten wir mit einer Aktion rechnen. Er ist doch wesentlich schneller als der vor ihm fahrende. Ah, da jetzt halt auch die Frage von der Zeit her, auch was fährt man? Ein Stopp, zwei Stopps, das ist jetzt beim Dominik hier schon zu sagen, weil die Rundenzeiten nicht real sind. Also der hängt jetzt dahinter, ja, und kann eigentlich nicht das fahren, was er wirklich fahren würde, wenn er frei fahren könnte. Gehen wir einfach mal weiter, nicht? Ja, den Herrn Bauer auf der 14 in der Corvette. Da haben wir den auf der 15 schon vorgefahren. Ja gut, wir haben zwei Ausfälle, ja. Ein paar Boxenstopps, da hat sich der Martin Fuhrmann da schon rangearbeitet. Ja, das ist der Einzige, der halt jetzt auch wirklich frei fahren kann. Und der geht auch Rundenzeiten von 28,7, das ist wie die Spitze. Also hat seine beste Rundenzeit mit 28,7, der Rico Kistenmacher eine 28,5. Ja, der ist auf Mittel. Der ist auf Mittel, da bin ich mir ziemlich sicher. Dass der auf einen Stopp fährt? Ja. Ja, würde sich anbieten. Ist jetzt die Frage, inwiefern, ja, er muss ja jetzt so oder so nochmal stoppen, er war ja schon mal drin. Da ist jetzt natürlich die Sache, was er da jetzt noch rausholen kann, ne? Beim Henning Wollert muss auch irgendwas gewesen sein, denn der ist jetzt auf der 16, also ist zurückgefallen von vorne und hat auch einen Schaden, fährt an die Box. Das kann natürlich auch sein, dass ich den da, wo ich gemeint hatte, dass ist dann Skyline, dass das vielleicht der Herr Wollert war, da irgendwie so extrem unterwegs war, aus dem Augenwinkel raus. So, da haben wir den Herrn Welle, 17, hinten hat er ein bisschen Luft, nach vorne tut sich auch nicht wirklich was. Stefan Dänicke hat er den Kreuz auf der 18, seinem Porsche. Aber wie gesagt, es ist halt durch, ich denke, hier wird's, ja, auf der Strecke denke ich nicht, dass da so viel entschieden wird, was die Platzierung. Ich denke ich doch, das meiste dann durch die Boxenstrategien. Ja, da ein paar Trümmerteile bei den Auswahl. Petrikowski, der 20, der ist raus. Daneben haben wir Christian Kohlsche, der ist auch raus. So, kommen wir. Über 1 schon. Da wollte ich jetzt nicht hin. Ja, das ist aber trotzdem ganz gut, weil der Stefan Vukovac, der macht hier Druck auf den Rico Kistenmacher, der ist nur noch 13. dahinter. Ja, ist rankommen, also.
Breitenvergleich, ja, Rico, der Kistenmacher, 1,30,950. Dahinter der Vukovac 1,30,375. Also ja, wir sind jetzt jetzt wird es vielleicht ein bisschen deutlicher. Wir sind jetzt in der 11. Runde und falls der Rico Kistenmacher wirklich auf weichen Reifen unterwegs ist und der Stefan Vukovac auf Mittel, dann kriegt der jetzt so langsam den Vorteil. Ja, klar. Also die Reifen vom Stefan Vukovac müssten dann deutlich 4 bis 5 Runden länger halten und ich denke mal, dass wir so in den nächsten 2-3 Runden dann auch mit dem ersten Stopp vom Rico rechnen müssen. Denn Vielgänger wird da nicht mit draußen bleiben können. Mhm. Ja, ich denke mal, aber dass die Corvette auch schneller ist, auch vom Speed her, wäre es natürlich auch eine Vermutung, dass die Corvette relativ leicht ist. Jetzt natürlich so eine Frage. Warten wir es ab. Wenn ich mir gucke, am Anfang hat er doch richtig Probleme gehabt, am Rico dran zu bleiben. Jetzt aber auf der Geraden, auf einmal kann er da richtig rankommen. Wäre natürlich auch den Verdacht, dass beide gleichzeitig reinkommen. Ja, dass die Corvette eventuell sprittechnisch doch nicht so viel drin hat. Aber wir werden es sehen. Wir werden es einfach sehen, was sich hier tut. Ich glaube nach wie vor, es ist eine unterschiedliche Reifenstrategie. Aber lassen wir uns überraschen, was da kommt. Wir werden es in 2-3 Runden werden was wissen. Dann spielen wir doch ein Mäuschen. Und schauen jetzt einfach mal onboard aus der Quet auf das Heck von den beiden. Also auf das Heck von Rico Kistenmacher und schauen uns das mal an. Oh, 6:30. Oh, weit rauskommen, aber. Ja, man könnte meinen, die Reifen doch nachlassen können. Sie gucken, vielleicht hat auch irgendwo bloß die Fahrfehler gehabt. Aber ich gucke manchmal so Zeiten jetzt angucke. Eins. Ja, er schließt hier in den, Stefan schließt in den Kurven deutlich auf. Man sieht's auch, der Rico hat einen Verbremser nach dem anderen und das lässt schon auf die Reifen schließen. Oh, das war jetzt eng. Da hat er aber auch fest bremsen müssen. Ja, das sind, also ich guck, das ist nicht mal ein Zehntel, also die zusammenhängen, die zwei. Oh. 1,30, 5,29 Rico Kistenmacher und Vukovac 1,30, 6,01, also das ist schon dann Kai Knebel auf der 3. Ne, Manfred Schneider, Kai Knebel ist die Box gefahren. Manfred Schneider jetzt 1,30,032 gefahren. Damit ist dann auch klar, dass der Kai, wenn es kein Schaden ist, auch auf weichen Reifen unterwegs ist. Mhm. Wieder ein falsches Gefühl. Aus Macht der Gewohnheit wirklich immer. Ja, gehen wir mal gucken. Mit Platzierten. Dann ganz kurz. Da haben wir ihn, den Manfred Schneider. Aber wir bleiben vorne bei der Spitze. Oder das verspricht doch, denke ich mal, dass ich da jetzt in der nächsten. 1, 2 kommt, und irgendwas. Kommt der Angriff, aber ja. Nächste Kurve, aber er muss zurückstecken, also das wäre jetzt. Beide. Ich glaube, man lieber zurückstecken und doch nicht so auf biegen und brechen. Ja, und wie gesagt, der Kuh geht rein, definitiv weiche Reifen. Jetzt mal gucken, natürlich, wie lange Corvette draußen bleiben kann. Aber da tut sich jetzt nicht wirklich was. Ich rechne mit dem Stefan so um 19. Manfred Schneider mit Verfolgern. Jörg Degenkolbe, Marinus Rieder. 3, 4 und 5. Ja, der Jörg Degenkolbe ist der bis jetzt am meisten profitiert hat. Unter Marinus halt auf der 4. Mhm. Die sind am weitesten nach vorne gekommen von hinten. Ja, ist jetzt halt die Frage, wie sind die Herren unterwegs? Das ist jetzt auch so eine Sache. Definitiv Mittel.
Wäre es zum jetzigen Zeitpunkt denkbar, dass man umstellt und sagt, ich fahre auf einem Stopp weiter? Bin jetzt in der Box, mach die mittleren Reifen drauf, tank die Karre voll, komme ich durch? Ja, auf jeden Fall komme ich durch. Also das würde jetzt schon reichen, ne? Das müsste jetzt reichen, ja. Vielleicht hat der eine oder andere gesagt, okay, kurzen ersten Stint, bisschen Vorsprung rausfahren. Ich rechne so mit 33 Runden. Wir sind jetzt in Runde 14. Das sollte mit mittleren Reifen jetzt schon gehen. Knapp, aber es müsste gehen. Nicht wirklich näher auf den Manfred Schneider. Also er ist da wohl beide ziemlich gleichwertig. Mich würde es nicht wundern, wenn beide vielleicht sogar auf demselben Boxenstrategie fahren. Weil sagt der eine nicht wirklich näher groß ran und der andere auch nicht großartig weiter weg. Wäre vielleicht schon denkbar, Spritmenge, Reifen und so, dass die ziemlich gleich unterwegs sind, die zwei. Ja. So, der vierte Platzierte, Stefan Vukovac, jetzt in der Box. Vielleicht auch weich. Der Führende jetzt, Manfred Schneider. Ich denke, der muss auf jeden Fall jetzt auch bald demnächst rein. Jörg Degenkolbe, Marinus Rieder, das sind die neuen Führenden, Platz 1, 2 und 3. Boris Kraut ist auf der 4, der war auch noch nicht in der Box. Martin Fuhrmann, auf der 8 mittlerweile. Ja, da kann man mal sehen, er hatte eben 42 Sekunden Rückstand, jetzt sind es 19. Also kann man mal sehen, was es ausmacht, wenn man frei fahren kann. Schauen wir da mal rein, der Herr Brabitz. War der schon in der Box? Nein, er war noch nicht in der Box. Der Dominik wird auf einer knallharten Strategie unterwegs sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Da haben wir ihn. Also da können wir richtig was erwarten. Das zeichnet sich an den Rundenzeiten ab, die gefahren werden. Das zeichnet sich daran ab, dass es für ihn relativ schwer ist zu überholen. Aber er fährt sehr konstant. Seine schnellste Rundenzeit ist eine 28.939. Ja. 1.28.939, seine schnellste Rundenzeit. In der letzten Runde ist er eine 1.30.006 gefahren, also richtig schön glatte Rundenzeit. Und der schickt sich jetzt an, ups, da wollten wir jetzt nicht mehr bleiben, da vorne. Denn der schickt sich jetzt an, den Dieter Himmel vor sich zu kassieren. Ist da auch dran im Windschatten, jetzt auf der Bremse, Innenseite, bessere Linie. Ja, kann er sich schön dann reinbremsen. Da an der ersten Martin, glaube ich, auch nicht wirklich gegenhalten. Aber er fährt richtig schön konstante Rundenzeiten, also er kommt nach vorne. So, Martin Fuhrmann auf 8 unterwegs, ne? Ja, schauen wir mal. Hat jetzt vor sich den Borsikowski. Oder? Ja. Das Borsikowski, ein Porsche müsste das sein. Nein, das ist ein GT40. Okay. Ah, der ist anscheinend zurück, dann stimmt hier die Zeit noch nicht. Also hier, du bist noch auf dem... Nee, das ist Martin Fuhrmann jetzt. Ja, der hat hier noch nicht umgeschaltet. Das ist ganz einfach. Noch nicht? Nein. Jetzt sind wir auf dem Martin Fuhrmann. Oh, ja, jetzt passt das. Da ist der vielleicht zu überrunden, der GT40. Vermutlich. Der war zu überrunden. Denke, das war ein überrundetes Fahrzeug. Ist. Und ja. Der Abstand ist doch etwas größer, weil ich habe es jetzt hier auch auf dem Schirm. Also das ist noch eine gute Sekunde bis dahin. Jo. Gehen wir mal in die Spitze. Schauen wir mal. Manfred Schneider, Jörg Degenkolbe. Die hängen immer noch zusammen nach vorne, die drei. Ach, ja, mittlerweile in Runde 17. So arg viel dürfte da nicht mehr gehen. Also ich kann es mir nicht denken, genauso der Marinus Rieder dahinter, jetzt haben wir in der Box Michael Welle in der Box, Borsikowski in der Boxengasse. Boxenstopp. Also ich kann mir nicht denken, dass die zwei, beziehungsweise drei eigentlich, dahinter der Marinus Rieder im Ferrari, dass die jetzt auch noch lange fahren können draußen. Die werden gleich reingehen, werden auf die weichen Reifen wechseln und fahren das Ding zu Ende. Und dann muss man halt eben schauen,
wie gut die Spitze noch ankommt. Darf ich mal 2 Minuten verabschieden? Ja. Kein Ding, tu das. So. Jetzt die Frage, wann kommen die Herren rein? Da jetzt nicht auch so eine Sache, da kommt der Jörg Degenkolber auch ganz gut an den Manfred Schneider ran. Wir setzen uns mal ins Cockpit und schauen dem Herrn Degenkolber bei der Jagd zu. So, sind wir jetzt on board. Bein Jörg Degenkolber auf der Verfolgung von Manfred Schneider. Dieter Himmel auf 1. Marten in der Boxengasse. Stefan Denecke jetzt auch in die Box reingefahren. Wird mir hier angezeigt beim Boxenstopp. Da kann sich ja auch der Manfred Schneider wieder einen Tacken absetzen. Auf der 3, Marinus Rieder fährt dann ab wie vor, verliert da aber auch. Ich denke mal, da könnten jetzt die Reifen doch so langsam zur Neige gehen. Dass die, also die ersten 3 müssen auf jeden Fall jetzt demnächst in die Box kommen. Ich denke nicht, dass die dann so lange draußen bleiben können jetzt noch. Da haben wir den Boris Cordes dahinter, den Dominik Wabetz, der kassiert den jetzt auch, startet da zumindest eine Attacke. Kann sich hier aber noch nicht durchsetzen. Aber ich denke, das ist auch nur eine Frage von Metern. Bis der Dominik Wabetz hier an dem Boris Cordes vorbeigeht in seinem Ferrari. So, war nicht ganz 2 Minuten. Ja, macht ja nichts. Haben wir schon den Dominik Wabetz auf der Jagd nach dem Boris Cordes im Ferrari. Er hängt ihm auch im Getriebe drin. Aber findet er nicht so die Lücke. Oh, kommt da verdächtig nah ran. Ich denke, er wird es an der letzten Kurve vor Startziel, da wird das nochmal probieren. Da ist er nämlich richtig nah dran. Oder jetzt sogar am Ende von hier. Ist im Windschatten drin. Das reicht hier noch nicht. Ja, ist kaum vorbei. Sache und passiert. Boris Cordes verbremst sich, die Nerven, nun ist er durch. Auch hier denke ich mal, jetzt die Herren waren auch noch nicht nervös. Da haben wir den Herrn Fuhrmann. Still und leise auf die 6 vorgefahren. Aber man darf nicht vergessen, die Herren müssen alle noch in die Box rein. Na, ich sehe jetzt hier gerade, bei Martin Fuhrmann sehe ich schon Stopp stehen und auch beim Dominik Wabetz, Moment, ja, stehen beide, sind beide in der Box gewesen. Ja, gut, der Martin Fuhrmann zum Beispiel hat Reparaturstopp, der muss noch auf jeden Fall, aber der, beim Dominik bin ich mir gar nicht sicher, ob der, der hat glaube ich keine Reparatur gehabt, also nee. Schätze ich mal, dass der Dominik zwischenzeitlich drin war und damit sehr, sehr gute Karten hat. Und vor ihm der Jörg Degenkolbe und der Marinus Rieder auf 2 und 3. Die müssen beide noch. Die haben beide noch die 1 da stehen, also waren noch nicht in der Box. Und der Abstand ist lediglich 9 Sekunden, also das ist nicht viel. Das wird der Dominik auch noch zufahren auf die Spitze, da bin ich mir ziemlich sicher. Bei Martin Fuhrmann natürlich auch so eine Sache, die Frage... Harte Reifen drauf nach dem Unfall, das Ding voll geballert bis zum geht nicht mehr und dann schön easy going durchschleichen durchs Feld. Ja, ich weiß nicht mehr, wann er den Unfall hatte, in welcher Runde es war. Ja, es, muss, es war auf jeden Fall ziemlich früh, es war in der Anfangsphase, Runde 2 oder Runde 3, denke ich mal, und da musste der sofort rein. Jetzt habe ich mich die Frage... ob sich das ausgeht. Gut, ich meine, wir werden sehen, ob er vielleicht auch nochmal reinkommen muss. Das können wir jetzt schlecht abschätzen. Also wir sind jetzt 3 Minuten Halbzeit, also 27 Minuten Restzeit, die verbleiben.
Und ich denke mal schon, dass er noch einmal kommen wird. Ja, alleine vom Sprit her, die Reifen, ja gut, eventuell harte Reifen drauf, könnte man rumkommen über die volle Distanz, aber mit dem Sprit, das ist so eine Frage. Also Sprit schätze ich mal, so 125 bis 130 Liter maximal wird man hier brauchen. Ja, man könnte sagen, okay, harte Reifen drauf. Das reicht nicht für die Phase, wo der Martin in der Box war. Also der muss rein, weil sonst fährt er das Ding trocken. Schauen wir mal weiter. Dahinter Rico Kistenmacher auf der 7. Der war ja jetzt in der Box. Mal gucken, was haben wir hier für Zeiten. Aktualisiert er gerade. Der fährt 1.29.0 die letzte Runde. Ja, also da denke ich mal auch, der fährt jetzt durch. Hat natürlich auch den Vorteil, jetzt vorne an der Führung gab es auch einen Wechsel, Marinus Rieder, Boxenstopp, genau, Manfred Schneider. Boxenstopp, Manfred Schneider. Der war in der Box, ist aber noch auf Platz 2, der neue Führende jetzt, Marinus Rieder, der war aber auch noch nicht in der Box. Also der muss, glaube ich, jetzt auch noch reinkommen. Dahinter haben wir den Manfred Schneider, wenn der jetzt auf 2 ist, der war nicht der in der Box. Nee, weil der Jörg Dehnke zum Beispiel ist auf Platz 4 zurückgefallen. Denke ich mal, hatte der seinen Boxenstopp gemacht. Ich sehe immer noch eine 1 beim Jörg Dehnkolbe. Ich denke mal, dass der Dominik da vorbei ist. Ja, Dominik ist auf Platz 3 vorgefahren jetzt. Dominik Wabitz, neuer Dritter, und legt sich auch sofort den Manfred Jörg Dehnkolbe jetzt. Moment, jetzt einer in die Box. Ah, der Jörg Dehnkolbe. Dominik Wabitz, 13. hinter dem Manfred Schneider, und das wird auch nicht mehr lange dauern. Nee, und der, weil man sieht auch, der Dominik muss in der Box gewesen sein, weil der holt hier so auf in den Kurven, und das steht dem Manfred Schneider noch bevor. Ich denke mal, das war eben ein Fehler, warum der Marinus vorbeigekommen ist, den wir nicht sehen konnten, und Dominik wird sein Ding jetzt hier machen. Ja, der Degenkolb ist ja so in der Box, also er fällt da zurück auf 8 jetzt schon. 9. So, wir bleiben mal hier. Manfred Schneider, mal gucken, wie lange er sich gegen den Dominik Wabitz erwehren kann und wann er vor allem in die Box muss. Das ist jetzt immer noch so der große Rätselraten. Dominik kann hier schon auf Abwarten fahren. Wenn er clever ist, wartet das einfach ab, weil das kann jetzt nicht mehr lange dauern. Ein, zwei Runden wird es hier noch gehen für den Manfred, und dann muss er in die Box. Und hier noch groß was zu riskieren. Da auf Platz 4 liegt, sollte man im Rückspiegel schauen, denn da dürfte nämlich jetzt schon langsam Format füllt, der zweite Z4 auftauchen, nämlich Martin Fuhrmann auf Platz 5 vorgefahren. So, und da passiert es auch, der Manfred Schneider geht in die Box und Dominik ist vorbei. So, dann haben wir hier den Herrn Cordes, direkt dahinter, der wird aber auch nicht mehr allzu lange draußen bleiben. Nee, der fährt, bleibt mal draußen. Mal schauen. Ja, der Platz hier irgendwie abhanden gekommen. Ist der Martin Fuhrmann in die Martin Box Fuhrmann gefahren? Ist in die Box gefahren, ja. Naja, da war das, was wir da überlegt hatten. Also wird er jetzt dann durchfahren. Rico Kistenmacher jetzt natürlich, der kann durchfahren. Ja, und jetzt warten wir alle auf Marinus Rieder. Der seinerseits noch nicht drin war, das ist richtig. Jetzt natürlich auch die Frage, wo wir hier schön gerade im Bild haben. Boris Cordes, der war auch noch nicht drin. Der war auch noch nicht beide drin. Beide Ferraris waren noch nicht drin. Beide waren noch nicht drin. Das heißt? Das sind 3 Sekunden Abstand vom Marinus Rieder auf den Dominik Wabitz. Das wird der Dominik ganz locker nach Hause fahren. Vor allen Dingen jetzt auch nach dem Stopp von Martin Fuhrmann. Von da kommt auch nicht mehr viel. Der kann da nicht mehr so viel machen. Und wenn er Dominik einen Fehler macht, ist er durch. Ja, auf jeden Fall. Also der Dominik, der dürfte da Dinge jetzt heimfahren. Genauso hier der Herr Kistenmacher. War seinerseits ja auch schon in der Box. Der dürfte jetzt ohne Probleme durchfahren können. Auch schon wieder auf der 4. Boris Cordes muss noch in die Box rein. Marinus Rieder muss auch noch mal in die Box. Das heißt, da schlüpft er durch. Hätten wir Henning Wollert auf 6 wird auch nicht mehr kommen. Denke ich mal. Der wird auch durchfahren. Kann durchfahren, glaube ich. Der Kai Knebel war in der Box. Also auch, da haben wir so ein paar Kandidaten, wo wir sagen können, die könnten es machen. Jetzt stoppt der Dominik Wabitz nochmal. Das ist erstaunlich. Ja,
Das ist jetzt natürlich so eine Sache. Da haben wir ja überhaupt nicht mitgerechnet. Nee. Eventuell so, wie ich mal gedacht hatte, dass er eventuell sagt, okay, weil er so extrem schnell war, dass er auch extrem leicht war, dass er reinkommen musste einfach nochmal. Leichtes Auto, weiche Reifen. Das würde den Speed erklären, den er gegangen ist. Nein, ich will jetzt nicht gegen den Dominik Wabitz sagen, aber mir kommt das wirklich so vor. So extrem schnell, wie der durch das Feld gepflügt ist, musste der eigentlich ein leichtes Auto haben. Das war taktisch allerdings unklug. Ja, er hätte jetzt fast... Ja, andererseits, die Herren sind durch. Ja, der Rico Kistenmacher, wo wir jetzt hier haben, wird sich da jetzt so nach und nach, die Ferraris, die müssen ja auch nochmal kommen, auf jeden Fall. Und dann ist das der neue Führer. Und wenn er das schön safe macht, ist er durch. Dahinter haben wir auf der 4 der Wollert im Audi R8. Mir fehlt da aber einer, nämlich der Kai Knebel. Wo ist der denn hin? Der war doch eben noch hinter dem Herrn Kistenmacher. Der ist zurückgefallen auf die 15. Oh, dann hat der auch Boxenstopp gemacht. Der war doch schon mal drin. Haben die Herren sich so verdockt? Also ich glaube, wir haben sich einige Leute gerade verzockt. Denke ich mal. Also zwei Stopp-Strategie. Wir als Kommentatoren inklusive. Ja, ich denke mal wirklich, also zwei Stopp hier absolut tödlich. Also ich Boris Cordes ist jetzt in der Box. Ja, war klar. Da dürfte der Marinus Rieder jetzt auch nicht mehr lange draußen bleiben. Weil der muss jetzt auch nochmal reinkommen. Das also bringt den Henning Wallert auf die 3. Also für die Herren, die hier auf einen Stopp setzen, richtig gepokert. Alle anderen haben sich, denke ich mal, hier bitterböse verzockt. Sie, unser Duo. Rabitz und Fuhrmann. Die haben sich da wohl ein Ding gegen das Bein genagelt. Wird nur nichts mit dem Räppchen heute mehr. Also ich kann es mir nicht denken, aus eigener Kraft Martin Fuhrmann, der ist jetzt auf der 11, dass er da gut jetzt 10. nochmal vorfahren kann. Wird schwer. So, das war der Herr Cordes. Mal gucken. 5. Dominik Wabitz. Immerhin. Auf Platz 5 hat er sich wieder eingearbeitet. Ja, dem geht's noch am besten, aber ich sag mal, also ich könnte der Marino ist immer noch nicht drin. Das ist schon wirklich verwunderlich. Ja, gut. Ist halt harte Reifen. Harte Reifen, vollgetankt. Jetzt ist er in der Box. Denke ich mir. Da ist neuer Führender, Rico Kistenmacher vor Henning Wollert. Wobei bei dem Herrn Wollert wissen wir nicht, ob der nochmal rein muss. Ich glaube nicht. Könnte eng werden, aber könnte auch gehen. Wir fahren Vukovac Corvette Z06 auf der 4 zurzeit. Ja, und Dominik Wabitz auf der 5, der hat sich wohl da jetzt ein Eigentor geschossen. Mit dem Stopp, wo er da jetzt angelegt hat. Andererseits, man weiß es nicht. Ich meine, er ist jetzt... Ja, auf der 5 kann sich da jetzt an dem Herrn Wollert und Rieder vorbeischieben. Das heißt, Treppchen dürfte drin sein. Leicht, zwei Stops. Gut gepokert, ja, nein, man weiß es nicht. Henning Wollert ist in der Box, also auch verzockt. Da haben sich einige bös verpokert. Wobei bei dem Herrn, beim Dominik hier, bin ich mir gar nicht mal so sicher. Extrem leicht losgefahren, durchs Feld arbeiten. Ja, es war ja kein Abstand. Es waren anderthalb oder zwei Sekunden, als er zu seinem Stopp eingebogen ist. Und wie gesagt, der Marinus Rieder musste nochmal. Und ja, alle vor ihm haben wohl auch, ja. Aber ich sehe gerade, dahinter krabbeln sich ein paar. Nämlich Stefan Dänecke. Dahinter haben wir einen heißen BMW, das müsste der Herr Osterkamp sein. Schiebt sich hier auch durch. War was? Nee. Wer war das denn jetzt? Stefan Dänecke. Herr Welle? Nein, ist der Hasso. Osterkamp ist nicht sein. Rico Kistenmacher kommt auch. Boxengasse. Kommt auch also nochmal. Also der auch wieder verpokert. Jetzt bin ich aber... Da kommt der nächste in die Boxengasse. Drei Stopp bestätigt das, was ich am Anfang gesagt habe. Aber auch weich. Das ist jetzt natürlich ein Hammerding, ne? Dominik Wabitz. Außer Marinus Rieder.
Das ist jetzt natürlich, ja. Da haben wir den Herrn Fuhrmann. Gegen. Was ist er denn? Denn jetzt so? Hilft gar nicht, ja, egal. Da jetzt irgendwie leicht orientiert. Ja, jetzt können wir uns die Frage stellen, was passiert mit dem Stefan Hukowatz? Der hat erst einen Stopp. Ja, das ist die Frage. Fährt er durch oder fährt er nicht durch? Fährt er durch, hat er sich kaputt. Dann hat er das Ding im Sack. Weil 13 Sekunden, wir sind jetzt in Runde 27, 13 Sekunden wird auch für einen Dominik Wawetz schwer. Und dann muss er noch vorbei. Das ist jetzt natürlich die große Frage. Hat der richtig gepokert? Ein Stopp. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt ein bisschen verblüfft, also dass ich hier eigentlich. Der geht rein, so deckt rein, ja. Der geht jetzt rein. Der geht auch rein. Also, keine offene Einstoppstrategie. Hätte sich richtig auszahlen können heute, denke ich mal. Doch, offene Einstoppstrategie ist auf jeden Fall der Boris Cordes und der Marinus Rieder. Die sind beide auf einer Einstopp. Das ist sicher. So, und somit neuer Führender. Wenn er jetzt über die Ziellinie kommt. Der Dominik Wawetz. Fortsetzung von Teil 1. Jetzt durch. So ist es. So, Jörg Degenholbe auf 2. Großer Gewinner vielleicht, weiß man's. Die Frage. Er hat auch eine 2 da stehen. Ja. Langsam glaube ich nicht dran. Also ich glaube da wirklich nur noch im Moment an den Marinus Rieder und an den Boris Cordes. Ganz ehrlich. Martin Fuhrmann jetzt schon mittlerweile auf die 4 vor. Auf die 4, ja. Und auch bei Michael Welle bin ich mir nicht sicher, ob der durchfährt. Michael Welle, ich kann das gar nicht sagen. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt schon drin war. Vor allen Dingen hängt da Martin Fuhrmann eben schon im Heck. Also knappe Sekunde, naja, ist schon weniger. Ist jetzt unmittelbar dran. Ja, ich denke, der ist ja auch fällig, der Welle. Ein paar Kurven gebe ich ihm noch. Dann ist der Fuhrmann durch. Ah, siehst du, so kann man dich verzocken. Auch wir Moderatoren. Hat keiner eigentlich damit gerechnet. Ein Stopp, zwei Stopps, aber dass das so übel kurios wird. Also damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Nee, muss ich ganz ehrlich sagen. Also habe ich mich auch vollkommen falsch festgelegt. Gut, dass wir nicht mitgefahren sind, ne? Ich weiß nicht. Ja gut, ein Stopp. Also ich habe ja ehrlich dazu tendiert, ein Stopp, vielleicht ein schöner, langer erster Stint und dann weiche Reifen, Splash and Dash und durch, weißt du? Aber der Stopp ist halt eben auch relativ lange hier und ich sag mal, wenn jetzt hier wirklich einer wie, ich denke mal, Marinus Rieder und Boris Cordes auf harten Reifen unterwegs waren, dann kann es eigentlich nicht so ganz funktionieren. Was funktionieren hätte können, wären die mittleren Reifen gewesen. Aber das schien ja auch nicht aufzugehen. Wie gesagt, ich habe es nicht ausgetestet. Ich hatte nur so meine Vermutung, aber die ist ja dann auch nicht eingetroffen. Ja, da haben wir den Martin Fuhrmann auf der 4. Davor den Michael Welle und den Jörg Degenholber. Der sich jetzt so ein bisschen erwehren muss, seine Haut. Dem Herrn Michael. Ja, der hat ja auch erst 2 auf der Uhr stehen. Also einen Stopp auf der Uhr stehen. Und ich denke mal, so langsam wird es für den auch eng. Oh, das ist eine Frage. Ja, kommt er nicht? Nee, noch nicht. Und davor haben wir so gerade noch durchschlupfen sehen. Dominik Wawetz, da vorne fährt er. Oh. Ja, Welle kommt rein, war klar. Gegen Kolbo bleibt draußen. Es wird ihn freuen. Martin. Ah, es wird ihn nicht ganz freuen, weil der Martin Fuhrmann dahinter, der wird jetzt auch über kurz oder lang, wird er ganz schnell da ranfahren. Ja, klar. Da ist er schon durch. Martin Fuhrmann ist durch. So. Da haben wir ihn. Der Welle jetzt wird auch in der Box angezeigt. Also ich lege mich da jetzt schon mal fest, ja. Doppelsieg BMW. Jörg E. Kolmer, Entschuldigung. Ja, Martin Wawetz vorne, Quatsch. Dominik Wawetz, Entschuldigung.
Schnellste Runden seit 1,27,918. In der letzten Runde ist er eine 1,28,212 gefahren. Der macht dann Spielchen jetzt wieder wie im ersten Lauf. Ich habe freie Fahrt, ihr könnt mich mal, macht ihr da hinten was er wollt, ich fahre weg. Und ich habe frische Reifen und ich habe nur noch wenig im Tank und ich kann jetzt fast Quali fahren und das macht er auch und das lässt er sich auch nicht nehmen und er wird sich auch die schnellste Rennrunde holen, da bin ich mir ganz sicher. Boah, dürfte nicht lange dauern. Und macht heute richtig fette Punkte. Der Herr Degenkolb aber kann sich hier doch den Herr Fuhrmann erfolgreich vom Hals halten, also... Gut, Hut ab vor Martin Fuhrmann. Ein ungeplanter Stopp, also im Prinzip vier Stopps und doch so weit nach vorne gefahren. Respektable Leistung, also da ziehe ich meinen Hut vor. Vor der Vorstellung. Bis jetzt. Ja, beide Z4 sind ja, beide Z4 sind ja absolut top unterwegs, das muss man sagen. Die haben das beste Setup, das ist ohne jede Frage. Und ohne den Unfall von Martin wäre das hier auch noch ganz anders ausgegangen. Also ich denke Martin mal, dass der Martin da auf jeden Fall P1 oder P2 locker nach Hause gefahren hat, hätte, was er immer noch kann. Das ist ja umso erstaunlicher. Ja, aber ich denke mir mal, gut, warum mit aller Gewalt auf 1 fahren? Er ist drittplatziert, da sollte das jetzt so ausgehen. Die Punkte sind ihm sicher. Erst kann er die mitnehmen? Der führt mit 100, ich glaube 182 Punkten. 182 Punkten führt er mit vor meiner Wenigkeit mit 112, was ja jetzt auch nicht mehr aktuell ist. Also hat er da auch jede Menge Luft, um das Ding ruhig nach Hause zu fahren. Im Lauf 1, zweiter Platz, jetzt im zweiten Lauf von hinten gestartet, Unfall gehabt, einen Stopp mehr als alle anderen und ist jetzt auf Platz 3. Ich meine, was will dieser Mann mehr? Ja, aber wer den Martin kennt, der Martin hat immer das Messer so ein bisschen zwischen den Zähnen und der nimmt mit, was er kriegen kann. Klar, musst du auch, klar. Ich meine, wenn sich die Chance bietet, sonst machst du vielleicht einen Fehler, wenn du, denke ich mal schon, aber im Großen und Ganzen wird er auch schon mitdenken, sagt, ja, mehr Punkte kann er ja fast gar nicht holen. Ne? Aus dem Nein, Haus, kann er auch nicht unter den Voraussetzungen, eben. Nicht mit dem Unfall, nicht mit vier Stopps. Eben. Und ich denke mal, wenn ich mir das hier so angucke, Jörg, drei Stopps, zwei Stopps. Die zwei ärgern sich da nicht großartig. Ja? Also die fahren wohl auf Platzierung. Ich sag mal, wenn da jetzt nichts mehr Unvorhersehendes passiert, geht das Ding auch vorne so aus, wie es jetzt gerade ist. Fabitz 1, Degenkolbe 2, Fuhrmann 3. Wir haben jetzt gerade eine Restzeit von 10 Minuten. Ja. Ich denke mal, dass das Ding so ausgeht. Auf der 4 haben wir den Marinus Rieder. Gehen wir die Herrschaften gerade mal durch. Da ist er. Auf der 5. Doch, Rico Kistenmacher. Da haben wir ihn. In seinem Lambo. Also auch er natürlich gutes Rennen gefahren. Wenn er dran bleibt, direkt dahinter haben wir Manfred Schneider. Auf seinem BMW. Auf der 7 Boris Hordes. Zweiten Ferrari. Ihm im Getriebe hängt der Kai Knebel. Auf der 8. Auf der Neuhammer, den 9, haben wir den ersten Martin Dieter Himmel. Und direkt dahinter Henning Wollert. In seinem Audi R8. Auf der 10 haben wir, 11, genau, haben wir den Herrn Vukovac. Auf der 12 haben wir den Michael Welle in der Corvette. Mercedes. So, auf der 13 Borsikowski. Ja, die 14 der Stefan Dänicke. Auf der 15, der Hasso Osterkamp, leicht zurückgefallen, konnte den tollen Platz, den er am Anfang hatte, nicht ganz bestätigen, aber trotzdem fährt hier ein sicheres Rennen zu Ende. Auf der 16, der Gerhard Zeller in seinem Ford GD40. Die 17, Joris Schepard, ausgeschieden. Auf der 18, der Frank Bauer, auch ausgeschieden. Ja, wenn wir ja da, denke ich mal, kommt da ja keiner mehr, ne? Nö, da kommt nicht wirklich noch was. Gut. Gehen wir einfach mal wieder nach vorne.
sollte das Liebe einfach für endlich mal umschalten. So, und der Martin Fuhrmann ist wohl vorbei am Jörg Degenkolbe. Siehst du, genau deshalb wollte ich nach vorne. Da ist er. Ich denke mal, so ein Vorsprung wie der da hat mittlerweile schon, hat sich der Herr Degenkolbe da wohl einen bösen verschnitten. Na, da gehen die Reifen zu Ende, denke ich mal eher. Also der ist ja auch schon relativ lange draußen und hat als einziger erst einen Stopp. So, und da ist es schon anzunehmen, dass die Reifen jetzt so langsam ihren Geist aufgeben. Aber dennoch, denke ich mal, richtig gepokert. Ja, richtig gepokert, sieht man ja, dass es geht. Ja, also Platz 3 immerhin, was will er mehr? Sagen wir so, die beiden Z4 nicht zu schlagen an dem Wochenende. Selbst durch Unfall, und zusätzlichen Boxenstopp Martin Fuhrmann auf die 2 vorgefahren. Und ich traue dem das sogar zu. Tja, und der hat sich ja doch noch eben die schnellste Rennrunde geholt mit einer 1:27.861. Also knappes halbes Zehntel schneller als der Dominik. Ich traue dem sogar noch zu, dass er sich hinter den Dominik setzt und macht mal Kuckuck. Ja, die ganzen 5 Minuten, dafür sind 4 Sekunden auch zu viel. Also auch für Martin Fuhrmann ist das zu viel. Das wird er nicht mehr schaffen und die werden sich auch da dann wieder nichts tun. Also den Doppelsieg, den wird er dem Dominik als Teamkollegen gönnen. Also ich kann eigentlich nur eins sagen, Hut ab vor dem Team. Respekt, die haben richtig gute Leistung gezeigt am ersten Wochenende. Platz 1 und 2 im ersten Rennen, Platz 1 und 2 im zweiten Rennen. Pole im Qualifying, Doppelpole, also... Die schnellsten Rennrunden in jedem Rennen. Perfekt, und Max-Punktzahl mitgenommen, besser geht's nicht. Das ist, mehr kannst du gar nicht erwarten, also das ist eine richtig gute Vorstellung. Was die Herren da geleistet haben. Hier im Bild haben wir übrigens Rico Kistenmacher, auch er, muss man erwähnen, super Vorstellung abgeliefert, haben wir also da auch richtig gesetzt, wie der Herr Degenkolber auch. Jetzt auch hier fährt ja auch, Rico Kistenmacher fährt ja auch eine 1:27.8. Also das ist immer noch schneller als Vrabetz, die schnellste Runde hat. Also sichert sich jetzt die zweitschnellste Runde. Ich denke, oh, hier gibt es ja auch noch ein paar Pünktchen. Insofern für die schnellste Rennrunde gibt es Punkte, ja. Platzierung, denke ich mal, bis 6? 10. Bis Platz 10 gibt es Punkte. Also klar, fährt man das, was man hat, fährt man heim mit. Meisterschaftstechnisch gesehen, klarer Fall. Also die Herren richtig gut gepokert. Ich muss sagen, ich war auch richtig überrascht teilweise. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass das Ding so ausgeht. Und die beiden Führenden zur Zeit, Herr Vrabetz und Herr Fuhrmann, haben uns Lügen gestraft. Es hat hier auf jeden Fall wesentlich länger gedauert als auf anderen Strecken, bis das dann wirklich die Topfahrer auch vorne waren. Also meistens war das noch auf etwas offeneren Strecken vor dem ersten Stopp, dass es dann schon passiert war. Und hier hat es halt eben ein bisschen länger gedauert und war halt eben aber auch taktisch sehr, sehr, oder auch für die Zuschauer sehr, sehr schön anzusehen. Nach dem Motto, auch wir können uns vertun und selbst wir wussten lange nicht, wo es hinläuft. Eben. Also das gedacht, hätte... So ein Stopp, zwei Stopps, letzten Endes waren es 3, teilweise, und man sieht, es hat funktioniert. Martin Fuhrmann sogar zwangsweise mit 4 Stopps. Ja. Also, aber dennoch muss ich sagen, gute Geschichte, klar, auch ein paar Ausfälle, ärgerlich, aber im Großen und Ganzen, wir sagen, die Herren haben uns richtig gutes Racing geliefert. Hat auch Spaß gemacht zuschauen, aber ich sehe gerade, da hinten tut sich was. Nämlich, genau, Boris Kordes und Kai Knebel, die kabbeln sich da noch ein bisschen. Ich denke mal, das dürfte auch so einer der wenigen Zweikämpfe sein, die wir jetzt zu dem Zeitpunkt noch haben, wo es auch einen Positionswechsel geben kann. Hier geht es um Platz 7. Und wieder die Frage bei dem Ferrari, wie sieht es aus mit den Reifen? Der Marinus Rieder kann sich ja auch locker auf P4 halten vor dem Rico Kistenmacher. Und der Rico ist ja nicht langsam, also der holt aber da auch nicht wirklich auf. Also sollten die Reifen beim Boris, denke ich mal, in ähnlichem Zustand sein. Aber der Kai ist ein schneller Mann. Auf jeden Fall, also ein guter Punkt. Ja. Das habe ich gesehen beim Ferrari. Beide Ferraris eigentlich doch sehr, lassen sich sehr weit nach außen fahren. Also ja. Ich weiß nicht, liegt es am Fahrstil oder ist es wirklich das Auto, dass es nicht anders geht? Ich denke eher, das ist der Fahrstil. Also das geht mit dem Auto anders, da
bin ich mir sicher. Ja, da ist er also auch dran an der letzten Kurve, Startziel im BMW, aber auf der Geraden der Ferrari doch schneller. Ja, zwei Runden sind noch zu fahren. Ja. Vorne an der Spitze tut ich nicht wirklich was. Dominik Rabitz auf 1, auf der 2, Martin Fuhrmann. Neuer Führender, Martin Fuhrmann auf der 1. Das muss ein Fehler gewesen sein. Also Dominik Rabitz auch schon auf der 2. Ja, Überrundung, denke ich mal eher. Der Dominik hängt dahinter einem zu überrunden. Was ist das? Mercedes. Ich denke mal, das war es vielleicht, warum der Martin da so geschlitten konnte. Wird in aller Regel wird hier sehr schnell Platz gemacht. Das kann es also, da muss ein Fehler gewesen sein. Aber das werden wir gleich hören. Oh, kann sein, dass ich da irgendwie brauche. Auch irgendwie, na, ich weiß nicht. Entweder hat er sich verzockt, dass irgendwas los ist, guckt nicht wirklich an dem Mercedes durch. Nicht mehr, dass hier gerade so was warum sollte ich jetzt, aber. Weißt du, so wie ich das aussehe? Für mich sieht das so aus, als ob der Dominik eventuell sogar ein Problem hat. Sprit? Dass er sagt, du musst langsamer auch fahren. Wirklich? Dass sie so extrem zockt haben. So, und da geht er sogar aufs Grün raus, der Mercedes. Also fahr du mal bloß an mir vorbei. Also wenn ich mir das angucke, was der Dominik da jetzt gerade fährt, könnte ich mal denken, gut, dass er sich mit dem Sprit vielleicht verhauen hat und jetzt da. Ja, 1,35 war die letzte Runde. Das ist für mich ein Fehler. Das ja, hat nichts mit Sprit zu tun. Aber der Herr Degenkolb kriegt auch mal nochmal Besuch von Marinus Rieder. Ja. Und zwar von hinten und hat jetzt natürlich auch noch zwei zu überrunden. Vorsicht, okay, der Ford macht schön sauber Platz. Da haben wir den Mercedes noch. Ja, da das ist auch wieder die Reifengeschichte. Der Marinus und der greift ihn jetzt an und geht. Ja. Oh, ja. Es gab auch noch einen Positionswechsel, nämlich neuer Fünfter, Manfred Schneider, auf der 6 Rico Kistenmacher. Die haben die Plätze getauscht und Kai Knebel ist an Boris Cordes durch. Also auch da hat sich was getan. Oh, das war jetzt aber heftig. Ja, der hat das Messer zwischen den Zähnen. Ja, das ist jetzt durch. Also, Sieger Martin Fuhrmann vor Dominik Rabitz auf der 3, Marinus Rieder auf der 4, Jörg Degenkolber. Auf der 5, Manfred Schneider. Auf der 6 Rico Kistenmacher, auf der 7 Kai Knebel, auf der 8 haben wir den Henning Wollert, auf 9 Boris Cordes, auf der 10 Stefan Vukovac, auf der 11 Michael Welle, auf der 12 Dieter Himmel und auf der 13 fährt noch Stefan Denecke. Auf der 14 auch auf der Strecke der Hasso Osterkamp, die 15 von Borsikowski. Die gehen nochmal in die Box hier in der letzten Runde, das ist unglaublich. Auf der 16 ausgeschieden der Gerhard Zeller, Joris Scheppard, auf der 17 Frank Bauer, auf der 18, auf der 19 der Thomas Sutter, die 20 Peter Petrikowski und die 21 der Christian Kosche, ebenfalls alle mit DNF. Auf der 22 unsere Wenigkeit SRC TV 1. So, dann schnapp ich mir mal den Dominik. Glitter oder so? Da haben wir ihn. Hi. Hallo. Jetzt den Martin noch. So, wer fehlt? Marinus Rieder. Marinus Rieder. Wo ist er? Wo ist er? Hat er sich verkrümelt? Stiften gehen nicht. Ich habe ihn schon hier. Da ist er doch. Also, Glückwunsch, Martin. Ja, danke, danke. Grandiosen, muss ich wirklich sagen, grandiosen Sieg. Auch an dich natürlich, Dominik, Platz 2, super Vorstellung. Marinus, auch dir, Glückwunsch zu Platz 3. Gleich natürlich Frage Nummer 1 an dich, Martin. Am Anfang, was war da los? Hat es da irgendwie Feindkontakt?
Ich weiß es nicht. Ich bin ganz dezent meine Runde gefahren, habe mich zurückgehalten und komme dann am letzten Sektor oder um die eine Kurve und auf eben war sieg. Nur noch Qualm, konnte ja gar nichts mehr machen. Und dann hat's ja bumm gemacht, sag ich mal. Und dann war vorne ganz schön mit kaputt, links und rechts Radaufhängung, Schürze vorne, alles weg. Naja, hab ich ja keinen langen Weg gehabt in der Box, stand dann da gefühlte 2 Stunden. Es waren wohl über 40 Sekunden, ich kam dann auf dem letzten, so oder auf dem vorletzten mit über 40 Sekunden Rückstand aus der Box. So, und dann bin ich einfach nur noch gefahren und gefahren. Und da hatten wir irrwitzigerweise hatten wir Safety Car, ne? Das hat natürlich einiges wieder gut gemacht. Ja, das war ein klein bisschen Glück im Unglück, sag ich mal. Und ja, jetzt hier der zum Schluss der Fehler vom Dominik. Ja, was soll ich sagen? Passiert, ne? Hätte mir auch passieren können. Vorhin im ersten Rennen hatte ich da hoch so einen Schlenker an der Stelle und ja, da war es schon mal so haarig zu fahren an der Stelle, muss ich sagen. Aber naja, jetzt habe ich gewonnen, vorhin hat er gewonnen. Das ist ja jetzt wieder gut ausgeglichen, sag ich mal. Kurze Zwischenfrage. Also wir haben uns, denke ich mal, alle bitterbös getäuscht. Wir sind also ein Stopp, zwei Stopps gegangen. Wart ihr überrascht, dass fast alle auf 3 Stopps unterwegs waren? Ein Stopp. Außer jetzt ein, zwei Leute, die auf einen Stopp draußen geblieben sind. Also hätte ich keinen Unfall gehabt, hätte ich auch nur noch 1 Stopp gehabt, aber durch den kleinen Crash da hatte ich auch 2 Stopp. Ja, das war überraschend schon ein bisschen, muss schon sagen. Weil die Strecke ist ja, wie soll ich sagen, die lädt jetzt nicht unbedingt ein, um hier letzte Rille zu fahren, dass man da nicht halt ein bisschen den härteren Reifen nimmt und dann gemütlich die Runden dreht. Naja, aber die haben sich halt alle ein bisschen verleiten lassen von der Rundenzeit, glaube ich. Also ich sag mal so, was wir von euch zwei, von dir und Dominik gesehen haben, gemütliche Rille schieben, ist was anderes. Ihr seid ja wirklich wie die Berserker, die, ich würde nicht sagen, Geisteskranken durchs Feld gepflügt. Hut ab, also waren vor eurer Leistung. So, Dominik, erzähl. Ja, also mit dem Ergebnis unterm Strich kann ich nur sagen, hätte ich vor ein paar Tagen noch nicht mitgerechnet, weil die Strecke echt problematisch war. Jetzt bin ich auf jeden Fall zufrieden, auch wenn es jetzt leider nur dann doch der zweite geworden ist. Ich habe ja geführt bis anderthalb Runden vor Schluss und dann waren die Reifen aber bei mir schon ziemlich platt, also hinten rechts und vorne waren so gut wie tot die Reifen. Da ist mir dann die Karre da in der Kurvenkombination ein bisschen, zuerst hat sie untersteuert, dann habe ich ein bisschen heftiger gelenkt und dann ist mir irgendwie das Heck gekommen, da habe ich mich weggedreht. Kann ich aber mit leben, weil derjenige, der jetzt gewonnen hat, ist in meinem Team und die Punkte sind das Wichtige und daher ist es nicht so schlimm, P2 auf jeden Fall in Ordnung. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich musste aus der Box starten. Weil mir nämlich hier dieser liebe Herr Borschikowski oder wie der heißt, in seinem Porsche. Ja, ich hab's gesehen, da hab ich weggedreht. Ist mir erstmal auf Eingangsstartziel, also halt in der Einführungsrunde Eingangsstartziel, ist er mir erstmal hinten ins Auto gefahren und ja, als ich dann die Startzielkurve lenken wollte, habe ich mich gedreht, da war hinten links mein Reifen platt oder sowas, keine Ahnung. War auf jeden Fall nicht so schön, bitte das nächste Mal Augen auf. Ja, aber das Safety Car hat mir natürlich genauso geholfen wie Martin, weil ich hatte halt einen kompletten Sektor Rückstand, ich glaube, weiß ich nicht, 26 Sekunden oder was, oder 27 Sekunden Rückstand auf Anschluss. Ja, und deswegen jetzt unterm Strich, geil, also passt, wunderbar, doppelter Doppelsieg. Ja. Glückwunsch nochmal an Martin und Glückwunsch an Marinus auf jeden Fall. Ja, Marinus, genau. Dritter Platz für dich, freut mich ganz besonders, du hast dich perfekt eigentlich vorbereitet. Wie war dein Rennen? Strategie war, mit 90 Liter zu starten, einen mittleren Reifen, den wirklich bis zum Schluss runterzufahren, bis zur Minute 20, war am Schluss ziemlich heikel. Dieses Safety Car hat mir auch nicht in die Karten gespielt, weil da das restliche Feld dann die Strategie ändern konnte. Das hat den klaren Vorteil gebracht, wie der Dominik es angesprochen hat. Start gut weggekommen. Safety Car hat mich selber überrascht, das erste Mal, als es rausgekommen ist diese Saison. Da kam dann unter anderem, du bist zu langsam, obwohl ich schon letzte Rille gefahren bin, um dem Vordermann zu folgen. Ich weiß nicht, was das Safety Car für ein Speed drauf hatte, aber der war höllisch. Ja, eins muss ich sagen, ich denke mal, das mit dem Jörg war hart. Aber wenn ich gesehen habe, wie er die meiste Zeit auch vor mir gefahren ist, auch schon im Rennen 1 mir unter anderem voll hinten drauf,
und eigentlich mehr neben der Strecke gefahren ist, und das hat ihm eindeutig einen Vorteil gebracht. Ich habe ihn öfters neben den Curbs gesehen beim Rausbeschleunigen, was an manchen Stellen auch wirklich was bringt.